Unsere Großmütter haben ihn einfach Dorsch genannt. Wir sagen heute Kabeljau. Kabeljaufilet ist in der Küche wirklich sehr vielseitig verwendbar. Du kannst ihn braten, kochen oder auch dünsten. Durch die zarte Struktur des Fleisches ist der Kabeljau allerdings anfällig für Bakterien. Deshalb solltest du ihn nur ganz frisch verzehren und nicht länger als einen Tag gut gekühlt im Kühlschrank aufbewahren und dort zusätzlich auf so kleine Eiswürfel legen. An der Fischtheke gibt man dir dafür gerne gecrushedes Eis mit nach Hause. Einfach mal nachfragen. Leider ist der Kabeljau auch ein Fisch, der massiv von Überfischung bedroht ist. Achte deshalb beim Kauf unbedingt auf die Herkunft. Laut WWF-Einkaufsführer sollten wir nur Kabeljau kaufen, der aus dem Nordostatlantik oder der Nordostarktis stammt und dort mit nachhaltigen Fangmethoden gefischt wurde.